in dem Idealbereich. Zumindest zwei Breakchancen vergeben. Völlig unnötig, diese Aktion. Wenn ich sein Trainer wäre, dem würde ich was erzählen. Der kommt. Diesmal macht er es richtig, geht auf Nummer sicher, Pete Sampras. Breakchance Nummer 3. 4-Tile Sampras. Wichtig für Kiefer, ein solches Spiel wie dieses so lang wie möglich zu gestalten und dann natürlich möglichst noch zu gewinnen, um das Gefühl für den Ball, für das Spiel, für den Rhythmus, den Touch zu finden. Oh, der war gut, sogar sehr gut. Da stöhnt ein Teil des Publikums bereits. Hatte Sorge, dass dieser Ball hier ausgehen würde. Dieser Ballwechsel ist der erste richtige Beweis dafür, dass wir uns hier in einem Weltmeisterschafts-Halbfinale befinden. Dynamik, Athletik pur von beiden. Ein Stand. Nicht nur Bob Brad guckt so skeptisch bei solchen Aktionen, solchen vermeidbaren dummen Fehlern. Breakball, der vierte in diesem Spiel für Pete Sampras. Das ist ziemlich frech und ziemlich gut. Einstand, tschüss. Leider ohne Übersicht am Netz. Und wieder heißt es Vorteil Sampras.
Sonst Breakchancen nicht genutzt. Pete Sampras gestern, wie es gesehen hat, im letzten Gruppenspiel gegen den Ecuadorianer La Fenty. 11 Breakchancen für Pete Sampras. Nicht eine einzige konnte er nutzen. Zweimal ging es im Tiebreak. 7-6, 7-6 für ihn, die Nummer 5 der Welt. Und zum zweiten Mal Spielball in diesem sechsten Spiel des ersten Satzes für Kiefer. Damit muss Kiefer einfach immer wieder rechnen, dieses Chip and Charge, den Ball reinschubsen, hinterhergehen und das Netz bewachen, dann mit dem Volley den Punkt zu machen. Zu lang, diese mächtige Vorhand von Pete Sampras. Und da gibt es erstmal wieder donnernden Beifall. Die Hoffnung ist ein wenig genährt worden, dass der Deutsche ins Match hineinfindet. Nach diesem nervösen Start, 0-3 nach 10 Minuten. Jetzt ist gleich eine halbe Stunde gespielt. Hinten im Hintergrund haben sie es 28 Minuten. Und wir sind bei 2-4. Letztes Spiel mit den alten Bällen, also entsprechend kritisch bei der Auswahl. Pete Sampras hat den richtigen gewählt, aber Netzberührung, Wiederholung. Alles, was er da machen musste, ein wenig im Rückwärtsgang. Kommt nie richtig hinter den Ball. Einstellung der Tagesbestleistung. Spiel Sampras. 5-2 für den Amerikaner. Beide haben ja ein gleiches Handicap mit in dieses Turnier gebracht. Beide haben keine Spielpraxis gehabt. Insider meinen, dass Pete Sampras vielleicht doch 2-3 Kilo mehr drauf hat als
wenn er normal im Circuit Woche für Woche spielt. Auch Kiefer nach seinem Bänderanriss ohne Spielpraxis hier nach Hannover gekommen. Umso erstaunlicher, dass diese beiden hier sich im Halbfinale gegenüberstehen. Ein bisschen Labello auf die Lippen. Der Haarschnitt wieder etwas verändert. Längere Haare, wurde mit Hugh Grant verglichen. 22 Jahre, da kann man ja noch ein bisschen experimentieren. Die Frage, ob er im nächsten Jahr Davis-Pokal spielen wird, im Februar in Leipzig gegen Holland, ist immer noch nicht beantwortet. Aber wir wollen wirklich alle hoffen, dass alle Fäden vergessen und begraben werden. Von dem ursprünglichen Gedanken, in Leipzig auf Asche zu spielen, ist man übrigens abgegangen. Man wird nach meinen Informationen auf Taraflex spielen. Einen Teppichbelag, der den Ball relativ langsam macht. Damit wird oder müsste Kiefer eigentlich noch zufrieden sein. Freundin Inga, gestern haben wir sie beobachtet beim Daumen drücken. Eher nachdenklich. 2-5, neue Bälle auf Schlag Kiefer. You can't compete. Kleines Wortspiel. Den zwingenden Sinn macht das allerdings nicht. Netzberührung. Wieder nicht sauber getroffen. Kiefer 30-15. Der Aufschlag ist besser geworden. Nach dem katastrophalen Anfang, als er überhaupt keinen ersten ins Feld bekam, ein schnelles Break kassierte, ist es eigentlich ruhig und normal zwischen den beiden geworden. Die Angriffe von Pete Sampras kündigen sich immer an. Hier der Rückhand-Slice, den zieht er schon in der Vorwärtsbewegung weit in die Rückhand-Ecke von Kiefer. Und dann kann er sich rechtzeitig aufbauen. In diesem Fall musste er das gar nicht, der Ball war im Netz. Hätte er so von Anfang an gespielt, wäre er nicht nervös geworden. Der Satz wäre offen gewesen, auch zu diesem Zeitpunkt nach 35 Minuten. So aber heißt es jetzt
5-3 Sampras und er kann diesen ersten Satz zumachen. Erst Nummer 5 vom großen Pete. Und gleich Nummer 6 hinterhergeschickt und damit macht es kurz und schmerzlos zweimal Satzball. Drei Ass in Folge. Pete Sampras, wie er leibt und lebt. 37 Minuten, 6-3 für den Mann, der natürlich hier Favorit war, wenn er normal gut spielen würde. Und das hat er getan. Kurzanalyse auch aus dem Studio. Rudi und Charlie, bitte. Ja, Charlie, wir sehen einen ganz anderen Pete Sampras als gestern Abend noch. Wo siehst du die deutlichste Verbesserung bei ihm? Ja, ist genau das eingetroffen, was wir befürchtet haben, dass er wirklich über Nacht wesentlich besser oder sich verbessern kann. Er schlägt sehr gut auf, er spielt konsequent, er gibt Kiefer keinen Rhythmus, er drückt ihn praktisch und dann wächst der Druck auch bei Nicolas eigenen Aufschlagspielen. Es ist auch ein großes Problem, gegen Sampras zurückzuliegen. Wenn er einmal in Führung liegt, ist er ein ganz anderer Spieler und ist noch mal eine Klasse stärker. Und ich hoffe, dass das jetzt im zweiten Satz am Anfang nicht wieder passiert. Die Aufschlagbilanz bei Nicola ist nicht so übel wie beispielsweise, als er gegen Enquist spielte. Da hat er, glaube ich, nur 35% der ersten Aufschläge. Jetzt nicht so schlecht, aber wir sehen halt bei dem Brett, wie du es vorhin gesagt hast, beim ersten Aufschlag 73% von Pete Sampras, da ist nichts mehr viel zu machen. Das ist enorm. 7 Asse und 73% erste Aufschläge. Das zeigt eigentlich das Ganze. Mehr braucht man kaum mehr angucken. 13 direkte Punkte. Und das Schlimmste, wie gesagt, ist, dass er Nicola nicht mal atmen lässt. Also er bei jeder Gelegenheit kommt er nach vorne. Nicola hat keine Zeit, dass er jetzt mal ein bisschen Rhythmus findet. Und was jetzt nicht passieren darf, wieder ein schnelles Break, sondern Nicola muss im Spiel drinbleiben, im Satz drinbleiben und dann hoffentlich mal eine Breakchance bekommen. Ja, also hoffen wir, dass Nicola gleich die Möglichkeit hat, Luft zu holen. Mir wäre es auch beinahe weggeblieben. Aufschlag, Beginn, zweiter Satz, Aufschlag Kiefer. Faszinierenden Aufschlagzahlen von Pete Sampras. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben es gesehen, 73% erste Aufschläge. Und wenn die gekommen sind, dann hat er zu 94%, das ist unglaublich, auch den Punkt gemacht. So hätten wir Nicolas
Kiefer gern vom Matchbeginn an gesehen. Selbstbewusst, sicher mit den Aufschlägen im Spiel 1-0. Kiwi, du bist der Beste. Vielleicht sind das Schulfreunde noch aus Dassel, aus Sievershausen, aus Mackensen. Du bist Spitze. Also gestern waren geschätzt, da haben wir übrigens Dunja Reiter. Ihre schönsten Lieder kenne ich gar nicht mehr, aber ich weiß noch, dass sie mal die Ehefrau von Les Santres war. Gestern waren, wurde geschätzt, etwa 200 Freunde, Bekannte, ehemalige Schulkameraden von Kiefer hier in der Halle vertreten. Schulkameraden von der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel. Auch ein paar Lehrer waren dabei. Alle wollen den großen Auftritt, die großen Auftritte des WM-Neulings miterleben. Auch heute, wenn es denn Karten gegeben hat. Ich nehme an, dass Kiwi seine guten alten Freunde gut versorgt. Werden hier unter den 13.500 viele enge Freunde von Kiefer sein. Die Halle ist ausverkauft, schon seit dem Vormittag. 13.600 Zuschauer werden nicht müde, hier die Welle rollen zu lassen. Aber jetzt geht's weiter auf dem Spielfeld. Kiefer also besser in den zweiten Satz gestartet als in den ersten. Noch einmal dieser absolute Spitzenreturn. Beide 200 Stundenkilometer saßen hinter diesem Servicewinner. Sampras, wie er will, nicht wieder zu erkennen vom gestrigen Abend. Er hat zugegeben, dass er nicht zufrieden war, dass er zögerlich gespielt hat. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, einfach nicht toll gespielt. Mit der Situation hier gegen einen Local Hero zu spielen, wird er fertig. Er sagte, er sei schon öfter in der Situation gewesen, in Deutschland gegen Heimfavoriten zu spielen. Er muss einfach rausgehen und das Tennis spielen, dass er spielen kann und hoffentlich die Zuschauermengen früh ausschalten. Das ist ihm zu Beginn des ersten Satzes, zu Beginn des Matches gelungen.
Da hat Sampras noch rechtzeitig zurückgezogen. Im letzten Moment erkannt, dass dieser Ball von Kiefer zu viel Fahrt hatte. Ja, der Druck wächst, klarer Fall. Eben wieder das Beispiel, Chip and Charge, nach dem zweiten Aufschlag. Da konnte man ein bisschen nachdenklich werden bei 0:30, aber er ist nicht umsonst. Niedersachse behält die Nerven und bleibt ruhig. 2:1 die Führung für Kiefer im Zweiten. Und da haben wir am Ende dieses Sports noch Alex Koretscher gesehen, den Titelverteidiger, der keine Chance hatte, sich in diesem Jahr zu qualifizieren. Hier unten noch einige Fragen, falls Sie sie haben sollten. Die werden beantwortet auf dem Internet. www.zdf.de. Alles über diese WM. Auch sein Gegner im Finale, Carlos Moya, in der Weltrangliste zurückgefallen. Time. Und hier geht die Welle wiederum. Stimmung wie im Karneval. Und die Hannoveraner feiern dieses Ereignis wirklich. Go Kiwi Go. Spitzname Kiwi. Die ganz alten Freunde nennen ihn auch Speedy, weil er so schnell auf den Beinen ist. Dann bekommt er endlich mal eine Chance zu einem Break, zu einem richtigen Return. Jetzt zweiter Aufschlag, Sampras. Aber der schlägt auch zweite Aufschläge wie eben mit 177 km/h. Spielt sich natürlich besser, wenn man in Führung liegt, den ersten Satz gewonnen hat. Gutes Auge von Sampras weicht den Ball aus. Das war nochmal die Szene von eben, als es leichtes Gelächter gab. Ein Balljunge hatte doch glattweg an Sampras den Ball einen Meter vorbeigeworfen. Kann auch bald passieren. Thank you.
Nummer 11. Mit ein bisschen Schnitt versehen. Kiefer spielt ja eigentlich einen sehr guten Return, aber bisher kommt er an diese mächtigen Aufschläge des Amerikaners nicht heran. Wenn wir die Bälle schon sehen, gespielt wird mit dem Penn ATP Tour Ball. In Amerika mit 52% Marktanteil der größte Ballproduzent. Ja, das war jetzt störend. Jemand rief Boris. Das tut keinem gut. Spiel Sampras. Zwei Beide, two games all. Im wahrsten Sinne des Wortes, Sampras wie Tag und Nacht im Vergleich zu gestern im Abendspiel. Riesenmühe mit dem Mann aus Südamerika, Nicolas Lapenti. Heute spielt er bisher jedenfalls wie aus einem Guss. Weiterhin wesentlich verbessert beim Aufschlag in diesem zweiten Satz. Die ersten Aufschläge zu 77% bei Nicola Kiefer. Und Ass Nummer 4. Glattes Spiel für Kiefer. 3-2 seine Führung. Also Kiefer hat Gott sei Dank ins Match hineingefunden. Zur Schönheitspflege gehört mehr als eine Gesichtsmaske. Probieren Sie Perlweiß Zahnpolish. Perlweiß schenkt Ihnen nicht nur ein strahlend weißes Lächeln, sondern macht Ihre Zähne auch glatter und sauberer. Jeden Tag. Wollen auch Sie so blendend aussehen? Das Geheimnis liegt in Ihrem Lächeln. Perlweiß Zahnpolish. Schönheitspflege für Ihre Zähne. Geschnitten noch einmal das Tennisspiel aus der Sicht eines Balles. Pete Sampras, kein großer Showstar, ein Mann ohne Allüren, hat sich nie etwas dran geändert. Er sagt, das Beste, was ich kann, ist Tennis spielen. That's my talking. Das hat auch mal gesagt, der Beruf mache einsam.
das geht wohl sicherlich nicht nur ihm so. Ansonsten ist er ein Typ, der gegen Computer ist, der lieber Bücher liest und in Museen geht. Vielen Dank. Ignoriert damit den Zeitgeist hartnäckig. Und er sagt, das Internet ist wie Fernsehen, es tötet den Geist. Willkommen im ZDF. So, da war die Anfeuerung für Kiefer beendet. Sehr gut. Netzberührung, da muss Kiefer nach vorn, viel Übersicht. Vielleicht ja jetzt, vielleicht bringt der Sampras jetzt einmal beim Aufschlag zum Wackeln. Zweiter Doppelfehler, Pete Sampras, 0,30. Danke. Mit sich allein Pete Sampras wartet, bis der Jubel verhallt ist. Es ist ziemlich laut in der Halle, selbst beim Aufschlag immer noch einige Zwischenrufe. Aber auf der ATP-Tour wird schon seit 2-3 Jahren dieses Quiet Please nicht mehr benutzt. Man will die Spieler daran gewöhnen. In Amerika müssen sie das sowieso über sich ergehen lassen, dass es auch beim Tennis etwas lauter um sie herum sein kann. 30 beide. Haben Sie das gehört? Da machen die Leute aus diesem Reklamespot Ricola, Nicola, das mitten im Aufschlag von Sampras. Das ist ärgerlich. 0,30. Da konnte man mal daran denken, vielleicht Breakchancen zu bekommen. Nichts da. Nicht gesagt, er lässt seinen Schläger, lässt seinem Schläger das reden. Nicht aus der Ruhe zu bringen, jedenfalls noch nicht Pete Sampras. Keine Diskussion, absolut richtig entschieden. Wie bisher alles in dieser Partie, die jetzt eine Stunde alt ist. Aus. Typisch Sampras. Wie oft haben wir das gesehen, dass er Gas geben kann, nach Belieben das Spiel schnell, langsam machen kann. Aus deutscher Sicht leider auch heute. Kiefer muss da weite Wege gehen und zudem das Ganze 3 Meter hinter der Grundlinie.
Kiefer verkrampft, leider. Er hat doch im Grunde schon alles erreicht. Locker bleiben, locker aufspielen. Aber 0:40. Möglicherweise steht die Match-Vorentscheidung an. Riesensätze da von Sampras. Den Punkt wollte er machen. Er wollte das Break. Und er will es immer noch. 15:40. Noch einmal ist es gut gegangen. Chip and Charge, wieder der Weg ans Netz, aber dieser tiefe Volley dann doch zu lang. Gerade jetzt, wo er den ersten braucht, lässt er ihn ganz einfach im Stich. Das ist die Quittung. Der erste Aufschlag kommt nicht in dieser vielleicht matchentscheidenden Situation. Und Sampras hellwach schafft das erste Break im zweiten Durchgang. 4-3 seine Führung. Wir wollen gleich mal wieder zu unserer Reporterin, Feldreporterin, wie das so schön heißt, unten Claudia Neumann geben, die einige Fans von Kiwi gefunden hat. Bitte schön. Ja, wir sind hier genau in der Ecke, von wo aus immer die Welle gestartet wird. Ganz kurze Frage an euch. Gefällt euch das Spiel? Hat der Kiefer noch Chancen? Ja, wir wollen optimistisch sein, ja. Also der muss gewinnen, aber der wird nicht gewinnen, weil der Sampras viel zu gut ist. Denke ich mal. Er gewinnt auf jeden Fall. Der zweite Satz, da führt er. Das packt er schon. Ja, wir hoffen mal, dass er das packt. Aber auf jeden Fall, das schafft er. Und was könnt ihr noch tun in eurer Unterstützung? Ja, wir werden alles tun. Wir fertig. Nein, sportlich. Wir feuern ihn gut an und dann schaffen wir das schon. Okay, danke. Kein Problem. Die drei haben ein bisschen Limonade getrunken. Zurück zum Sport. Lars Graf. Im vorigen Jahr war hier Finalschiedsrichter zwischen Moya und Koreccia. In diesem Jahr teilte sich die Aufgabe im Halbfinale mit Rudi Berger. Und ich nehme an, dass Rudi Berger morgen mal wieder dran ist, ein WM-Finale zu schießen. Vielleicht haben wir die Match-Vorentscheidung gesehen. Angesichts der Aufschlagstärke von Pete Sampras, der noch keine einzige Breakchance zugelassen hat, muss man eigentlich davon ausgehen, dass er hier durchkommt, zumal mit 9 Bällen jetzt gespielt wird. Ganz schwieriger Ball. 15-0, 15 lang. Der ist auch nicht von schlechten Eltern. So spielt man, wenn man 4-mal Weltmeister war und es ein 5. Mal werden will. Paul Anacon ist nach vorne gerückt. Pass Nummer 13, 40-0. Wieder musste eine Seite dran glauben.
Mal dieser Seitenriss, zugleich das 13. Ass. Na, da ist nichts zu machen. 40-0. Hat schon Spiele gegeben, da hat er 7-8 Schläger neu zur Bespannung geben müssen. Spiel Sampras. 5-3 Sampras zu 0, einmal mehr. Dieses Aufschlagspiel. Sampras mit einem Bein im Finale. Dort wartet Andre Agassi auf ihn. Das Gruppenspiel zwischen den beiden war enttäuschend. 6-2, 6-2 für Agassi. Aber Sampras hat wieder Matchpraxis bekommen im Verlauf dieser Woche. Ich glaube, da würden wir, wenn es dazu kommen sollte, einen agileren, kampfbereiteren wie Sampras erleben. Der war gut. Vorwürfe wird es da nicht geben. Vielleicht wird man nur sagen, schade, Nicola, dass du vorne so nervös oder vielleicht auch verkrampft warst in den ersten 10 Minuten. Diese schnelle Break, und das hat Sampras, die langjährige Nummer 1, auf die Siegerstraße gebracht. Sampras will die Tür zumachen. Und der letzte Versuch des hannoverschen Publikums, hier noch was umzubiegen. Aber das heißt 15:30. Angriff Sampras. Und er war sehr gut, dieser Konter. Sampras stemmt da beide Fäuste in die Hüften. Ja, der war drauf. Gut zu sehen. Und noch einmal der Gesichtsausdruck von Pete Sampras. Den hatte er anders berechnet. Statt Matchball, Spielball, Kiefer. Ah, diese Stelle lässt sie nicht los. Fünfter Doppelfehler und Matchball Nummer 1, denn Pete Sampras hat Vorteil. Ja. 71 Minuten gespielt vor 13.600 Zuschauern. Turnens aus. Matchball abgewehrt.
Abstand. Tschüss. Da oben waren einige Zuschauer bereits dabei abzuwandern. Das sollte man beim Tennis nie tun, bevor der letzte Ball gespielt ist. Von Sampras eigentlich nur gechoppt, senkt sich glücklich hinten auf die Grundlinie. Aber Kiefer ein wenig verdutzt, macht in der Situation den Fehler. Matchball Nummer 2 für den Amerikaner. Brett hat viele Schlachten miterlebt. 20 Jahre lang ist er bereits Tennistrainer. Es war immer sein Wunsch, schon als Teenager einmal Tennis zu lehren. Er ist ja in die Schule des legendären Davis Cup Kapitäns Hartmann gegangen. Total Sampras. Sechster Doppelfehler. Der zweite in diesem Spiel und zum zweiten Mal beschert Nicola Kiefer damit seinem Gegner Matchball, der dritte insgesamt. Der Traum von Kiwi Kiefer, hier das Finale zu erreichen, ist ausgeträumt. Zu gut war sein Gegner heute, Pete Sampras. Eine enorme Leistungssteigerung im Vergleich zu seinem gestrigen letzten Gruppenspiel. Und man wird noch häufig, wenn man an diese Partie zurückdenkt, an die ersten 10 Minuten denken, auch er, Kiwi, da war nervös. Aber das ist das Lehrgeld, das man bezahlen muss, wenn man in die absolute Weltspitze vorstoßen will. Und dieses heutige Spiel wird Kiefer hoffentlich geholfen haben, in Zukunft mit solchen Situationen, die noch häufig wiederkommen werden, besser umzugehen. Schade für den sympathischen, zwar stillen, aber sympathischen Niedersachsen, der hier mit einem wirklich herzlichen Applaus verabschiedet wird. Alle Zuschauer haben sich von den Plätzen erhoben. Kiwi gibt keine Autogramme, das kann auch keiner von ihm erwarten. Kiwi auf dem Weg, um sich ein wenig die Wunden zu lecken, aber unterm Strich, da war doch alles okay. Jetzt aber erstmal gleich werden wir hier nochmal den donnernden Applaus mitbekommen. Und wir gehen runter zu Claudia Neumann, die Pete Sampras am Mikrofon hat, auf dem Platz. Pete, first congratulations. Your game was much better than yesterday. Enorme Steigerung gegenüber gestern. Warum? Yesterday was such a struggle. I feel like I. Also gestern, das war ein ziemliches Gewurstel mit meinem Spiel. Ich musste einfach besser spielen. Das wusste ich. Und gerade hier in dieser Begegnung gegen Nicola mit 13.000 Leuten hinter ihm, der Aufschlag kam besser, ich habe mich besser bewegt. Es ist gut zusammengelaufen, viel besser als gestern. Kiefer hat jede Menge unnötige Fehler gemacht, leichte Fehler. Haben Sie ihn stärker erwartet? Ich habe ihn ziemlich unter Beschuss genommen, Druck ausgeübt, bin ans Netz gekommen. Einige Fehler von ihm haben mich schon überrascht, aber vielleicht hatte er auch einen enormen Druck auf sich durch mein Chip-and-Charge-Spiel, durch meine Taktik. Das ist ziemlich clever in einem solchen Spiel gegen ihn, viel ans Netz kommen, aber dann generell auch der Druck, hier zu spielen, vor seinen Heimatfans. Sicher war er etwas nervös, aber er hat eine großartige Woche hingelegt. Schauen wir in die Zukunft, schauen wir auf das morgige Finale gegen Andre Agassi. Welche Chancen rechnen Sie sich aus? Ein paar Spiele mehr als in den letzten Begegnungen mit ihm. Er spielt im Augenblick unglaublich gut, das beste Jahr seiner Karriere. Ich werde sehr gut sein müssen. Ich hoffe auf ein großes Match.
Thank you very much. Vielen Dank.